hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. Heute dachte ich mir so, ich programmiere mal ein wenig weiter an meinem Commodore 64, an meinen Spielen, an meinem Adventure The Wood. Und dabei ist mir aufgefallen, dass wenn ich das mit der, wenn die Final Card Bridge drin steckt, dann habe ich das Problem, dass der Basic-Code auf einmal komplett strubbelig wird. Da irgendwelche Codezeilen fehlen, Codezeilen verändert werden, also irgendwas Strubbeliges drin steht. Und deswegen habe ich die jetzt rausgesteckt und seitdem funktioniert alles super. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Final Card Bridge kaputt ist oder ob da generell ein Problem ist. Wenn einer das Problem kennt, da kann man gerne was in die Kommentare reinschreiben, würde mich schon interessieren. Dann habe ich gedacht, irgendwas in den RAM-Speicher wäre nicht in Ordnung. Dann habe ich den einfach mal durchchecken lassen über diverse Software. Da war stand überall okay. Dann habe ich einen anderen C64 genommen. Dachte ich mir so, okay, ne, dann muss das vielleicht trotzdem daran liegen. Aber auch da ist genau das gleiche Problem. Das liegt definitiv an der Final Card Bridge. Entweder ist die defekt oder das ist generell so. Das weiß ich natürlich nicht. Ist natürlich schade. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen klassisch weiter programmieren. Aber das soll mich davon jetzt auch nicht abhalten. Dann hat man etwas weniger Komfort. Ist okay, ist dann halt so. Ich schmeiße den Commodore jetzt mal hier an. Und da würde ich sagen, starten wir einfach mal hinein. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts, weil ich keinen Strom angeschlossen habe. Strom soll ich natürlich anmachen. So, Strom ist an. Das Lämpchen leuchtet. Und wie Sie sehen, sehen Sie ein schiefes Commodore. Einen schiefen Commodore-Monitor. Ach, weil ich mit dem C64 letztes Mal unterwegs war. Ich stelle mal eben das Bild vernünftig ein. Ah, jetzt habe ich jetzt meinen Bildschirm. Und jetzt kann ich vernünftig programmieren. Gut, ist alles hier vernünftig drauf? Ja. Ihr müsstet alles soweit sehen. Ich lade von der Final Card Bridge mal das Spiel. Das wunderschöne Adventure. Wie man sieht, habe ich in der Zwischenzeit schon ein bisschen weiter programmiert. Ja, habe ich diverse Eintragungen. Eigentlich nach jeder Veränderung speichere ich das neu ab. Frisst in dem Sinne kein Brot. Und ich bin jetzt beim 27. Bearbeitungsfall. Beziehungsweise jetzt kommt der 28. Ja, ich brauche unbedingt hier mal einen etwas schöneren Puschel. Sieht nicht gerade so schön aus mit dem Grün, aber irgendwie denke ich da nie dran, mir was Neues zu basteln. Ja, das Ganze ist jetzt ohne Schnelllader, insofern dauert es einen kleinen Augenblick. Ja, da wäre er jetzt soweit. Ich starte nochmal mit einem List, was ich dann auch immer dann sofort als erstes mache. Ist dementsprechend das hier zu verändern. Das wäre dann Version 8. Und heute ist der 30. Genau, gestern habe ich nämlich auch schon fleißig programmiert. Und ich kann euch ja mal ganz kurz abholen, wo ich jetzt so bin. So rein programmiertechnisch. Das wäre jetzt das Layout meines Adventures. Der kleine Punkt da in der Mitte. Das bin ich, oder bist du, je nachdem. Jetzt hat man die Möglichkeiten, nach Osten, Süden, Westen und nach Norden zu gehen. Und ich würde sagen, wir laufen einfach mal rum Richtung Süden. Dann bewegt sich hier etwas. Und zwar das Männchen. Das soll das Männchen darstellen. Ja, ist nicht besonders gut geworden. Aber es ist halt eben nur mal da. So und so habe ich jetzt auch schon die einzelnen Grafiken. Natürlich kann man auch andersrum gehen, wenn man nach S drückt, dann wandert er natürlich dementsprechend nach Süden und nach N dann in dem Fall nach Norden. Wie hier zum Beispiel, wenn ich auf O drücke, geht natürlich nicht, nach Westen geht auch nicht, nach Norden würde jetzt zum Beispiel funktionieren. Was ich auch noch mit reinbringen möchte, ist, dass wenn die Map Wechsel ist, dass der Punkt auch unten ist und dann dementsprechend noch bis zur Mitte geht. Weil jetzt ist es ja so, wenn man in die nächste Map reingeht, ich kann dann mal einmal kurz nach oben wandern, zack, dann ist er mal genau in der Mitte. Okay, jetzt ist hier eine Sackgasse. Das ist jetzt, oh, da ist noch ein kleiner Fehler. Das muss ich noch ändern. Das können wir mal gleich sofort
machen. Ich gehe nochmal nach Norden. Da müssen wir ganz kurz mal gucken. Ich glaube, die Kachel ist zu groß. Kann das sein? Das liegt daran. 1980. List 1980 bis. Nee. Das habe ich nicht drauf geachtet. Da stand da drauf Kachel, ne? Dann finden wir auch so raus. Ich muss ja die Kachel bearbeiten. So, wo haben wir die Kachel? Aber das erkennt man ja auch an der Grafik als solches. Die nicht, die nicht, die nicht, die nicht, die nicht, die nicht, die nicht. Die ist das. Und zwar habe ich ja insgesamt 4 plus 4, 8 müssen das sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Genau, 10 müssen es sein, nicht 8. Das heißt, hier ist eine Kachel zu viel. Ich schmeiß einfach mal eine Zeile hier raus und dann sollte das eigentlich funktionieren. Ja, wir runnen nochmal. Ich weiß ja, wo das war. Ich gehe nach Westen. Ich gehe nach Süden. Ich gehe nach Westen. Und dann zweimal nach Norden. Oder dreimal. Eins. Zwei. Genau, und jetzt müsste ich da eigentlich drin sein. Da haben wir immer noch einen Fehler. Wenn ich jetzt nach Süden klicke. Okay. Ist immer noch nicht richtig. So, ich zähle nochmal eben nach. Wie viel haben wir hier? Also Innenleben von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ne, 11 ist doch richtig. Dann ist irgendwo anders der Fehler. Dann ist irgendwo doch anders der Fehler. So, wir sind bei 1200. List 1200 bis 1299. So, wo ist jetzt hier der Fehler? Dass der Punkt nicht richtig dargestellt wird. Ja, der Punkt muss nämlich genau in der Mitte sein. Die Mitte wäre hier, ne? Hier müsste der Punkt sein. Oder wenn ich ihn einfach wegmache. Aber das sieht dann auch blöd aus, ne? Mach den Punkt hier hin. Einfach nochmal zum Checken. Jetzt machen wir mal Run 1200. Okay, jetzt haben wir da zwei Punkte. Warum haben wir da zwei Punkte? Ach, wegen der vorherigen Grafik, aber auch nur. Okay, okay. Ja, könnte man eigentlich auch so lösen, ne? Warum nicht? Könnte ich jetzt erstmal mit lesen, leben. List 1200 bis... oder komm, nee, dann... Das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Ich mache die Zeile raus. Dann rutscht das ein nach höher. Ein höher. Und mache unten noch eine rein. Sagen wir mal 43. Habe ich Enter gedrückt? Das vergesse ich manchmal. So, List 1200 bis 1299. Machen wir einfach mal Run 1200. Warum haben wir jetzt so viele Punkte? Weil ich so viele Punkte reingemacht habe. List 1200. Bis. Die Punkte müssen natürlich dann raus. Hier kann das dann auch dann dementsprechend normal bleiben. Der Punkt bleibt und der Punkt kommt raus. Habe ich Enter gedrückt? Nein, habe ich wieder vergessen, ne? Habe ich doch. Gut, machen wir mal Run. Und machen wir so Run 1200. Ja, jetzt passt es. Jetzt passt es. Ist die Wiese ein bisschen kleiner geworden? Ja, okay. Kann ich auch mitleben. Wenn man es ganz genau wissen will, dann läuft man da halt eben einfach nochmal hin. Man kann auch über Norden dorthin kommen. Ist, meine ich, etwas länger der Weg. Aber möglich ist alles. Jetzt müssen wir nach Westen. Westen. Noch einmal nach Süden. Dann wieder nach Westen und dann nach Norden. Dann kämen wir auch in diese Kachel 1 hinein. Ja, jetzt passt es. Wenn ich jetzt nach Süden laufe, genau so wollte ich das haben.
Und jetzt wäre natürlich schöner gewesen, wenn der Punkt weiter bis zur Mitte läuft. Ja, da muss ich mir noch etwas einfallen lassen. Ich schaue mir jetzt hier nochmal alle Kacheln an, ob man die grafisch gesehen noch ein bisschen verschönern kann. Also die habe ich bearbeitet, die habe ich bearbeitet. Ich glaube, es ist keine mehr. Hier die, genau, hier ist ein Steinfeld. Genau, und hier wäre die Endkachel. Gut, damit wäre ich durch. Jetzt kann man langsam hergehen und Texte einfügen. Jetzt muss ich selbst noch mal einmal in den Code hineinschauen, wie ich das mit den Texten gelöst habe, weil ein Text steht nämlich schon drin. Ich habe jetzt hier noch einen Fehler im Code entdeckt. Und zwar hat die Straße hier einen eigenen Grauton. Und zwar Control 5. Mein stimmt nicht. Commodore 5. Das werde ich mal eben nachpflegen. Ja, wie gesagt, das sollte ja alles einheitlich falsch sein. Und deswegen mache ich das mal eben. So, und der Rand bekommt natürlich wieder Commodore 4. Es fragt mich nicht, was das für eine Farbe ist. Ich denke mal, das ist grau. Ich bin eh farbenblind, insofern ist das für mich, kann ich jetzt nicht so ganz genau sagen. Das ist manchmal ganz interessant, wenn meine Frau sich irgendwas anzieht und mich fragt, ja, wie findest du das? Und ich dann sage, oh, das ist aber ein schönes Grau. Das ist kein Grau, das ist blau. Oder was weiß ich. Also bestimmte Farben kann ich einfach nicht sehen. Oder ich interpretiere die anders. Ich weiß es nicht. Aber bis jetzt kann ich damit eigentlich ganz gut leben. Außer, dass ich vielleicht manchmal ein bisschen bunt rumrenne. Dass die Farbe von der Jacke nicht zur Hose passt. Huh, das kann schon mal passieren. Aber andererseits, ich sehe das eh nicht. Insofern. Gut. Damit hätten wir jetzt die Grafik auch schön gemacht. Das soll jetzt hier so ein Geröllfeld darstellen. Man braucht natürlich ein bisschen Fantasie bei meinen Grafiken. Keine Frage. Und ich dachte mir gerade so, man könnte jetzt hier noch so ein paar Bäumchen hier reinpacken. Ne, das Schöne ist jetzt hier, gewisse Farben stehen ja jetzt hier drauf. Zum Beispiel Green. Da weiß ich, das ist grün. Da könnte man das wahrscheinlich jetzt hier mal so ein wunderschönes Bäumchen hinmachen. Machen wir nochmal ein Bäumchen hin. Natürlich auch in grün. Das könnte ja so ein bisschen versetzt sein. Ja, das sieht doch gut aus. Ich würde sagen, ich mache mal Run. Was war das jetzt? 1200? Schon wieder vergessen. Ne, 1200 war das nicht. Okay, dann müssen wir einmal hinlaufen. Beziehungsweise, ich habe doch einen wunderschönen Plan. Kann ich euch ja noch mal ganz kurz zeigen. Sieht man das so ein bisschen? Genau, man startet hier in der Mitte und nach hier wäre Norden, Süden, Osten und Westen. Klar. Und ich möchte jetzt hier in diese Kachel, aber da seht ihr gerade nicht, ich möchte jetzt in diese Kachel hinein. Und dementsprechend muss man so laufen. Und hier steht einmal die Bezeichnung der Kachel und des Unterprogramms. Hier wäre Unterprogramm 21 und die Kachel 13. So habe ich das aufgeführt. Und Kachel 13 bedeutet im Code 1000, also ab 1300. Und Unterprogramm, also U25, bedeutet ab Code 25.000. Das machen wir einfach mal. Wir testen mal, ob das stimmt, was ich hier so erzähle. Dann machen wir mal dran. 1300. Ja, und dann wären wir auch in dieser Grafik. Da ist natürlich ein Go-Sub drin. Und, nee, umgekehrt, da ist ein Return drin. Aber er hat ja vorher kein Go-Sub bekommen. Insofern weiß er natürlich nicht, wo er jetzt zurückspringen muss. Aber um sich mal eben die Grafik anzuschauen, kann man es auf jeden Fall machen. Ich überlege gerade, ob ich hier rechts, ob ich da auch noch ein paar Bäumchen hinmachen soll. Mal gucken, ich lasse das erstmal so. Ich würde sagen, ich springe mal zu dem Code 25.000. Ob er überhaupt stimmt, genau. Und hier wäre dann der Text. Es macht eigentlich mehr Sinn, wenn ich da einmal mit euch gemeinsam hinlaufe. Aber ich habe gesehen, hier ist ein Rechtschreibfehler drin. Den muss ich natürlich erstmal korrigieren. Welchen nicht endet, wäre schon so.
Genau, die Zeile kommt auch weg. Die mache ich mal weg. So, und jetzt laufen wir da mal gemeinsam hin. Osten. Osten. Süden. Süden. Und, was so schön war, nochmal Süden. Ah ne, bin ich schon da. Gut. Also das, hier steht ja jetzt noch Kachel bzw. U25. Das ist nur eine Information für mich beim Programmieren, damit ich weiß, wo ich das im Code finde. Und das kommt natürlich im eigentlichen Programm, kommt das weg. Das müsst ihr euch jetzt gedanklich wegdenken. So, was steht denn da? Die Straße endet hier und du kannst eigentlich nur noch zurücklaufen. Eine Straße, welche im Nichts endet, wäre schon komisch. Du solltest hier Untersuchungen durchführen. Was willst du tun? Natürlich untersuchen. Dann gibt man hier ein, untersuchen. Und ich glaube, hier bin ich mit meinem Code stehen geblieben. Jetzt passiert nämlich nichts. Gut, und hier machen wir mal gemeinsam weiter. Ziel ist es, dass man hier an der Stelle, wie ich es in meinem wunderschönen Plan hier kreiert habe. Warte mal, muss ich jetzt für euch eigentlich drehen? Wie rum ist jetzt für euch besser? Was ist jetzt richtig rum? So, ne? Genau hier unten. Und hier ist ein Schlüssel. Hier ist ein geheimer Schlüssel versteckt. Ne? Also er muss jetzt ganz abenteuerlich, muss der jetzt eigentlich in das Geröll hinein und nach dem Schlüssel suchen. Das ist der Ziel. Und dieser Schlüssel ist für die Hütte. Und da findet er ein paar Stiefel, damit er über dieses Sumpfgebiet hier laufen kann. Ne? Hier ist ein Sumpfgebiet und da ist eine Hütte. Und ohne die Gummistiefel kommt man nicht zur Hütte. Ganz wichtig. Das ist mein Plan. Guter Plan, ne? Ja, meine ich auch. So, schauen wir nochmal, was ich geschrieben habe. 25.000 bis. So, untersuche. Zen 25.300. 25.300. Gibt es noch gleich die Zeile, ne? Dann muss die hier hinein. Umschauen. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, welche Verben haben wir überhaupt. Muss ich nochmal run. Ich muss dann unbedingt mal aufschreiben, welche Verben habe ich da kreiert. Das schreibe ich mir auch nochmal eben auf. Man ist ja vergesslich. Man ist ja vergesslich. Wir haben als Interaktionen einmal untersuchen. Untersuchen. Benutzen. Umschauen. Umschauen und weitergehen. Na, weitergehen macht da keinen Sinn. Dann mache ich über die Tasten. Da muss ich mir auch noch etwas. Da kommt da rein schließen. Schließen und öffnen. Das wäre hinterher interessant für die Truhe. Da gibt es noch eine geheime Truhe. Da ist ein Code drin. Und die muss man natürlich öffnen und dementsprechend wieder schließen. Eine Haustür muss man auch öffnen und schließen. Ganz wichtig. Weil vorher geht ja auch nicht weiter. Man muss erstmal alles schließen. So. Mal schauen rein. Schließen. Gibt es eigentlich ein SZ? Ne, SZ gibt es immer noch nicht auf dem Commodore. So, dann haben wir die Verben jetzt vernünftig kreiert. Ich bei 25.300, ne? Untersuche. Genau, und dann müsste er eigentlich... Ja, wie machen wir das jetzt? Es muss eine Ausgabe kommen. Was passiert? Print. Machen wir mal in weiß. Gefällt mir in weiß. Hast das Gebiet daraus mache ich aber kein Print, sondern daraus mache ich einen Input. Semikolon, A-Dollar. A-Dollar ist immer gut. Und dann machen wir aus Print, machen wir jetzt Input. If A-Dollar gleich ja, then 25.400. 25.400.
340 if a Dollar gleich nein, könnt ihr leider sein, nein eingibt. Nein. Denn dann muss der Wert zurück zur Kachel 25.000. Das fängt einfach alles von vorne an. Genau, und dann sagen wir ihnen 25.350 go to. Wenn er irgendwas Falsches eingibt, ja, dann soll er die Fragen einfach nochmal neu stellen, ne? 25.320. So, das können wir mal eben testen. Wir testen das eben real life. Wir laufen dorthin. Und dann gucken wir mal, was dann passiert. Ich möchte eigentlich, dass bei jeder Kachel irgendeine Interaktion stattfindet. Hier möchte ich jetzt gerne die Farbe noch einmal ändern. So, was steht denn da überhaupt? Die Straße endet hier und du kannst eigentlich nur noch zurücklaufen. Eine Straße, welche im Nichts endet, wäre schon komisch. Selbstverständlich. Du solltest hier Untersuchungen durchführen. Was willst du tun? Untersuchen. Du hast das Geröllfeld hier gründlich untersucht. Und hier liegt etwas. Möchtest du es aufheben? Nein. Okay, jetzt wäre natürlich schön, wenn der Text wieder verschwindet. Jetzt habe ich natürlich das Problem. Er ist zu 25.000 wieder zurückgesprungen. Hat aber dementsprechend nicht den Bildschirm geclearet. Also ein Bildschirm clearen müsste da auf jeden Fall noch rein. List 25.000 bis. Und ich muss da mit den Farben. Ups. List 25.000 bis. Ich muss das hier mit den Farben auch nochmal ändern. Es fehlt natürlich. Die Nein-Zeile fehlt natürlich. Die Straße endet hier. Was habe ich denn da für eine Farbe genommen? Wir machen das mal in weiß. Text in weiß und es kommt ein Input und Input machen wir mal in gelb. Input ist in gelb. Das wäre dann Ctrl 8. Dann kommt wieder ein Input, machen wir wieder in gelb. Soll ein bisschen schön aussehen, ne? Jetzt fehlt mir natürlich noch eine Zeile hier. 25.340. So, und hier sagen wir ihn einfach then print Herzchen geteilt durch go to. Oh, go to 25.000. Wir testen einfach mal, ob das funktioniert. Ich laufe wieder dorthin. So, jetzt möchte ich ganz gerne nochmal testen, wenn ich Blödsinn eingebe. Genau, okay. Dann fehlt mir die obere Zeile. Das macht er zwar. Gut, da muss ich auch noch was einfallen lassen. Was möchtest du tun? Untersuchen. Hat er nicht genommen. Untersuchen. Habe ich mich da vertippt? Okay, hier ist noch ein Fehler im Code. Dann schauen wir uns das nochmal an. Was habe ich jetzt hier für ein Blödsinn geschrieben? Sind 25.300. Ach, untersuche. Untersuche ist natürlich falsch. Das Verb heißt natürlich untersuchen. Mal gucken, vielleicht brauche ich auch noch einen if a Dollar gleich untersuche. Könnte man auch noch einbauen. Und das mit den Gehen muss ja auch weg. Was haben wir noch für Verben? Umschauen, schließen und öffnen muss da noch rein. Schließe. Machen wir 95. Öffne. Öffne.
Zen weiß ich noch nicht. Da fehlt dann noch etwas. Ich ändere das hier mal eben. Ich mache mal dieses Zeichen, genau wie hier. Ist natürlich der Nachteil, dass der alte Text stehen bleibt. Aber für die Übersicht ist es jetzt erstmal besser. Benutze fehlt noch, ne? Da können wir ruhig mal, was weiß ich, 75 nehmen. Benutze. Zen, ja, da weiß ich auch noch nicht wohin. Gut, nochmal testen. Osten, Osten, Süden, Süden. So, die Straße endet hier und du kannst eigentlich nur noch zurücklaufen. Eine Straße, welche im Nichts endet, wäre schon komisch. Du solltest hier Untersuchungen durchführen. Ich gehe Blödsinn ein. Gut, dann bleibt der Blödsinn stehen. Damit könnte ich eigentlich leben. Jetzt sage ich ihm untersuchen. Du hast das Geröllfeld hier gründlich untersucht. Und hier liegt etwas. Möchtest du es aufheben? Nein. Gut, dann wird der wieder zurückspringen. Und ich sage nochmal untersuchen. Jetzt sage ich ihm ja. Ups. Habe ich Blödsinn eingegeben? Ja. Und habe natürlich einen Error. Das soll es an der Stelle auch gewesen sein. Es war ein kleiner Einblick in meinem, ja, derzeitigen Zwischenstand meines Projektes. Oder besser gesagt, meines Adventures The Wood. Ganz wichtig, Projektname The Wood. Der genaue Name steht noch nicht fest. Ist doch ganz geheim. Ich habe da so ein paar Ideen. Und ich werde nach und nach werde ich so einige Videos mal zu dem Adventure drehen und euch dementsprechend so ein bisschen up to date halten. Ja, ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Und damit verabschiede ich mich jetzt und bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!